Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Koch- und Finanztalk. Heute wieder aus meiner Küche und zwar mit einem echten Lieblingsgericht von mir. Ich mache heute Kohlrouladen, nicht mit klassischem Weißkohl, sondern mit Wirsing. Meine Wirsing-Rouladen sind richtig lecker abgeschmeckt mit ein bisschen Kapern und Basilikum. Also wirklich richtig lecker. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Als erstes kümmern wir uns mal um den Wirsing. Ich habe zwei genommen. Normalerweise brauchen wir nur einen, aber die Blätter sind so klein. Also wir wollen ja schöne große Blätter für die Rouladen haben. Da trennen wir als erstes mal den Strunk raus. Mit einem scharfen Messer, aber vorsichtig. Wenn wir den Strunk draußen haben, dann sieht man hier, da fallen schon die großen Blätter ab. Weil genau das brauchen wir. Möglichst schöne, große Wirsingblätter. So, und jetzt merkt man, nach innen hin werden die Blätter schon kleiner. Ich nehme jetzt einfach nochmal den anderen Kohl. Und keine Sorge, hier kommt nichts weg. Der Rest wird natürlich zu Wirsinggemüse verarbeitet. So, als erstes blanchieren wir mal unsere Wirsingblätter. Ich habe dazu einen großen Topf mit Wasser bereits aufgesetzt. Einmal die Blätter eintunken, dass sie ganz bedeckt sind. Und es wirklich nur ganz kurz eben mal einmal durchs heiße Wasser ziehen. Das ist wichtig, damit wir die Blätter nachher zum Formen auch gut benutzen können. Dann sind sie nämlich etwas weicher. So, und dann direkt in Eiswasser abschrecken. Und so machen wir das jetzt mit allen Wirsingblättern. So, die Wirsingblätter sind jetzt fertig blanchiert und abgeschreckt. Die lassen wir jetzt einfach noch ein bisschen abtropfen. Und jetzt kümmern wir uns um unsere Hackmasse. Dafür schneiden wir als erstes zwei alte Brötchen. Ich habe die hier von gestern in Würfel. Und die geben wir jetzt in warme Milch und lassen sie schön einweichen. Ich habe dazu jetzt ca. 200 ml Milch erhitzt. Und da geben wir jetzt unsere beiden Brötchen einfach mit hinein. So, jetzt ist alles gut mit der Milch bedeckt. Und jetzt lassen wir das Ganze einfach richtig gut einweichen. Da kümmern wir uns als erstes um die beiden Zwiebeln. Die werden in Würfel geschnitten. So, dann nehmen wir eine Knoblauchzehe, die wird auch nochmal in Würfel geschnitten. Dann unser Bund Basilikum. Das hacken wir auch schön durch. Muss nicht ganz so fein sein, aber so ist es gut. Dann kommt noch etwas Thymian damit dazu. Da einfach die Thymianblätter von den Zweigen abzupfen. Auch die Blätter nochmal etwas fein hacken. Zur Hackmasse habe ich schon ein Ei dazu gegeben. Jetzt gehen wir zur Hackmasse. Salz und Paprika edelsüß, jeweils ca. einen Teelöffel, etwas Pfeffer aus der Mühle und unsere gehackten Kräuter und die Zwiebeln mit rein. Tja, und eine Zutat, die hätte ich jetzt beinahe vergessen, nämlich Kapern. Ich habe ein kleines Gläschen Kapern, das sind hier ca. 40 Gramm. Die hacke ich eben auch noch mal ein bisschen kleiner und die geben wir natürlich auch noch mit in die Hackmasse. Dann kommt noch der Senf dazu, mittelscharf, wie gesagt, ca. 2 Esslöffel. Und last but not least, die eingeweichten Brötchen. Tja, und schon geht's ans Vermengen. So, und jetzt geht's ans Zusammenbauen. Dafür nehmen wir uns zwei von unseren Wirsingblättern und schneiden hier den harten Strunk ein bisschen so im V-förmig raus. Sonst lässt sich das nicht gut formen. Und die können wir jetzt schön übereinander legen. Dann haben wir eine schöne ebene Fläche. So, und dann nehmen wir etwas von unserer Hackmasse, positionieren das in der Mitte von den beiden Blättern und dann wird es einfach eingeschlagen und zusammengeschnürt. So. Langen Enden einfach abschneiden und so haben wir unser kleines Rouladenpaket fertig. Und das machen wir jetzt mit allen Rouladen. So, und fertig sind die vorbereiteten Wirsing-Rouladen. Ist ein bisschen Sisyphus-Arbeit, gebe ich zu, aber glaubt mir, das Ergebnis lohnt sich. Zum Anbraten habe ich etwas Öl in den Topf gegeben und dann gebe ich die ersten Wirsing-Rouladen direkt da rein. So, ich habe inzwischen den Topf gewechselt, weil das heute doch ein paar mehr Rouladen sind. In dem erhitze ich jetzt etwas Butter und dann geben wir jetzt einfach noch zwei grob gehackte Schalotten mit dazu. So, die Zwiebeln sind glasig und jetzt gebe ich hier unsere Rouladen mit dazu.
Guck mal, die haben schon eine richtig schöne braune Farbe. Ja, und jetzt gießen wir das Ganze mit Fond auf. Ich habe Kalbsfond genommen. Ihr könnt aber auch Gemüsebrühe nehmen. Ich finde, so ist es noch ein bisschen geschmackiger nachher für die Soße. Ungefähr so, dass die Rouladen alle weitestgehend bedeckt sind. Das lassen wir jetzt einmal aufkochen und dann für 25 Minuten ziehen. So, nach 25 Minuten Köcheln im Topf sehen unsere Wirsingrouladen jetzt so aus. Die können wir jetzt rausnehmen, dann binden wir noch die Soße ab. Ja, dann können wir schon anrichten. Die Soße lassen wir einmal noch mal kurz aufkochen. Und dann geben wir einfach ein bisschen Soßenbinder damit rein. Rühren den unter und haben eine schön gebundene Soße für unsere Wirsingrouladen. Und den restlichen Wirsing habe ich zu einem schönen angeschmorten Wirsinggemüse verarbeitet. So, es ist vollbracht. Oh, und es duftet wieder mal hervorragend. Das muss ich jetzt unbedingt probieren. Alle Details zum Rezept für die Wirsingroulade findest du natürlich wie immer direkt unter dem Video. Ja, und die Wirsingroulade ist ja mit Hackfleisch gefüllt. Wenn du nach anderen Rezepten mit Hackfleisch suchst, ja dann schau dir doch mal mein Video mit den Hackbällchen und der pikanten Currysoße an. Ich kann dir sagen, auch eine echte Empfehlung. Und damit verabschiede ich mich für heute, wünsche dir jetzt viel Spaß beim Nachkochen und danach guten Appetit. Ciao!